Moin, hier ist Miro von Oleid und willkommen zu Tag 8 unseres Spendenkalenders, in dem ihr ein Gebot für den guten Zweck dalassen könnt. Und zwar für eine der limitierten Lampen aus meinem Lagerbestand, der natürlich komplett Oleid gehört. Für den guten Zweck, weil es an den Verein Roter Keil im Endeffekt gibt. Nach der ganzen Spendenaktion werden wir das dann überweisen, abzüglich Steuern. Und ich freue mich schon wieder, ich habe nämlich ein schönes Modell für euch. Und zwar die Warrior X Pro in gleich zwei Farben. Also es kann wieder auf beiden Plattformen geboten werden, auf YouTube und auch auf Facebook. Auf Facebook gibt es sie in grün, in einem ziemlich guten Zustand. Und auf YouTube in Desert Sunset auch ein sehr guter Zustand. Und auf Facebook auch heute, falls ihr Probleme habt, falls euer Kommentar als Spam markiert wird beim Bieten, dann schickt mir stattdessen eine E-Mail an miro@oledstore.de. Versucht es bitte vorher in den Kommentaren, damit die anderen auch sehen, was das aktuelle Höchstgebot ist. Ich hoffe dann, dass ich ab morgen eine andere Lösung anbieten kann. Ganz kurz zu dem Zustand. Die sehen ziemlich gut aus. Es gibt so ein paar kleine Kratzerchen. Auch bei mir wieder wahrscheinlich durch den Transport lose im Rucksack hervorgerufen. Ich weiß, hier an der Endkappe ist ein ganz kleiner irgendwo. Vielleicht sieht man das. Und ich meine hier genau, da ist auch was, eine kleine Stelle. Und irgendwo hier am Kühlkörper war auch noch eine Kleinigkeit. Ansonsten sieht die sehr gut aus, also das fällt auch nicht weiter auf. Und bei der Desert Sunset Variante, die sieht komplett aus wie neu, hat aber auf dem Kühlkörper einmal hier an dieser Stelle eine kleine Stelle. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt sieht. Und genau auf der anderen Seite müsste auch noch irgendwo was sein. Ja, aber das war's. Und die Warrior X Pro, die zeige ich euch direkt mal in der Praxis, ist eine tolle Taschenlampe mit einer super guten Leuchtweite, in diesem Fall von 500 Metern bei 2100 Lumen. Und ihr seht das schon, damit kommt man wirklich weit und die Lampe macht auch wirklich Spaß. Ich mache es wieder kurz, denn ich musste ja wieder die längere Erklärung reinhauen. Deshalb, wir sehen uns morgen wieder. Regeln zu dem Ganzen findet ihr unten in der Beschreibung und auch im angepinnten Kommentar auf YouTube. Und wenn ihr mir eine E-Mail schicken müsst, miro@oledstore.de, steht aber auch in der Beschreibung. Bis morgen und allzeit gutes Licht.